Hallo, liebe Hundefreunde. Heute möchten wir den, oder ich möchte heute den ersten Tag heute damit beginnen, dass wir ab sofort jeden Tag ein kleines Video hier reinsetzen werden. Entweder es wird ein Live-Video oder es wird ein aufgezeichnetes Video. Ich bin ehrlich, bei mir wird es ein aufgezeichnetes werden, weil ich jetzt nicht so der Technikfreak bin und weiß, so wie das geht mit diesen Live-Gehen und wie auch immer. Deswegen wird es bei mir jetzt aufgezeichnet und später könnt ihr das anschauen. Die ganze Sache hat uns eigentlich inspiriert, der Gabriel Hager, ein ganz lieber Freund mittlerweile, der auch mit Hunderziehung zu tun hat, selbstverständlich. Sonst würden wir vielleicht gar nicht so sehr kennen. Er hat sich das Ziel gesetzt, regelmäßig immer wieder ein kleines Video zu drehen, über alle Facetten des Lebens im Prinzip. Schaut euch ihn mal an, das ist der Gabriel Hager, ein super netter Typ, da kommt auch super nett rüber. Also vielen Dank nochmal an dich, dass du uns da in dem Sinne unbewusst wirklich so inspiriert und motiviert hast, auch sowas anzufangen. Und da bin ich auch heute schon beim ersten Thema, das wäre Ehrlichkeit. So wie ich es euch das jetzt erklärt habe, dass wir im Prinzip diese Aktion, die wir jetzt hier machen, uns bei jemandem angeschaut haben und für uns empfunden haben, das würde passen, das würde auch zu unserer Arbeit passen, um unsere Arbeit euch vorzustellen, beziehungsweise mal an euren Denkapparat zu arbeiten eventuell, dass wir gesagt haben, okay, wir übernehmen es so in der Art wie vom Gabriel. Auch da, wie gesagt, fängt es mit der Ehrlichkeit an. Wir können das Rad nicht neu erfinden, es ist schon erfunden worden. Deswegen, wenn man für sich so Sachen sieht, ob im Internet oder in der Zeitung liest oder vielleicht durch Gespräche von anderen mitbekommt, dass es da Aktionen gibt, die einen absolut ansprechen, dann übernehmt das. Übernehmt es, zeigt euch mit euren Worten, zeigt euch selbst. Das ist nicht immer so selbstverständlich, da haben wir auch, oder ich jetzt auch speziell, eine ganze Zeit gebraucht, um sowas zu tun. Mittlerweile macht mir das wahnsinnig Spaß. Ich bin eh draußen gern mit den Leuten unterwegs, ob jetzt beruflich oder halt in der Hundearbeit. Aber wenn ihr sowas seid, seid ehrlich, sagt nicht, nein, habe ich mir selbst ausgedacht, ich bin so drauf gekommen. Sagt, nein, ich habe es gesehen bei jemandem, hat mir zugesagt, ich schaue, wie ich das jetzt übernehmen kann. Mit dieser Ehrlichkeit ist auch das in unserer Hundearbeit sehr, sehr wichtig. Seid für euch ehrlich, was ihr mit eurem Hund wollt. Nicht das, was andere, die außen vorstehen bei euch, sagen, du, das muss doch so, schau mal, dass du das so und so hinbekommst. Seid ehrlich, was wollt ihr mit eurem Hund? Wenn jetzt angenommen der Hund zu einem anderen Menschen hinzieht, was macht ihr automatisch? Ihr lasst ihn hin. Der andere Mensch könnte ja eventuell beleidigt sein, wenn euer Hund nicht hin darf. Jetzt überlegt euch das mal. Wollt ihr dem Hund einen Gefallen tun? Wollt ihr dem Menschen einen Gefallen tun? Es ist euer Hund. Seid ehrlich, was wollt ihr? Auf der einen Seite darf er hin, rennt er hin, weil er vielleicht schmutzig ist oder was auch immer und ihr wollt das nicht, wird zurückgezogen, geschubst, getan, pfui, aus, nein, hör auf. Ist er aber insoweit sauber, kommt er gerade aus der Wohnung, rennt zu jemandem hin, freut ihr euch, dass sich die Person freut? Aber dem Hund, für den Hund ist es unklar. Er weiß nicht, was soll er tun. Ja, nein, ja, nein. Deswegen seid ehrlich. Sagt den Leuten, was ihr möchtet und was ihr nicht möchtet. Es gibt mit Sicherheit welche, die das so nicht annehmen können. Aber eurem Hund zuliebe, euer Nerven zuliebe, einfach für euer Wohlgefühl, macht das, was ihr gern möchtet, euer Bauchgefühl. Soweit seid ehrlich, wirklich ehrlich, denn der Hund spürt sofort, wenn ihr was anderes sagt, als was er wirklich meint. In dem Sinne, bis morgen. Ich denke mal, vielleicht macht morgen der Jens ein Video.
Wir werden uns abwechseln. Es wird jetzt jeden Tag irgendein neues Motto geben. Vielleicht habt ihr Lust, regelmäßig reinzuschauen. Wir würden uns super freuen. Also dann, für heute ist erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.